Hallo und herzlich willkommen. Endlich mal jetzt zu einem deutschen Video. Und wir befinden uns gerade in TARDIS V2. Ja, ihr könnt die TARDIS von hier schon sehen. ja, ich würde euch einfach mal in diesem Video so die Basics zeigen, was existiert bereits schon und wie funktionieren Sachen und was können wir noch nicht machen und so weiter. Ja, zum ersten Mal, was ist passiert mit TARDIS V1? Naja, es wurde wohl irgendwie. Oder habe ich das schon erzählt? Wenn nicht, gucke ich da mal nach. Also, es wurde auf jeden Fall dadurch, dass ich zu oft den Server gewechselt habe, beziehungsweise die Welt auf den Server hochgeladen habe und wieder runtergeladen habe, wo irgendwelche Ingame-Dateien beschädigt, sowas wie Scoreboards und sowas, waren danach alles weg. Das war natürlich sehr belastend. Ja, außerdem wurden alle Chunks irgendwie merkwürdig gerendert. Das heißt, die waren nicht mal in ihrer richtigen Position oder waren plötzlich doppelt da oder war ein riesiges Loch da. Das sah sehr weird aus. Naja, dann habe ich mir gesagt, aus schweren Herzens, okay, gut, dann beende ich das Projekt Form 1. Man konnte da eh nichts mehr machen. Ich war gerade dabei, einen richtig geilen Bossfight zu bauen. Aber naja. Gut, dann habe ich mich entschieden, TARDIS V2 aufzubauen. Und mit der Hilfe von ein paar Freunden haben wir das auch geschafft. Ich könnte vorher schon ordentlich wieder was sehen. TARDIS V2 ist effizienter, lagfreier, besser und. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Okay, gut. Ja, zuerst mal. Zeige ich euch die TARDIS, das ist das hier. Es hat momentan die Form eines Baumes und hat momentan leider keine Energie. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal dafür sorgen, dass wir die TARDIS hochfahren. Dafür nehmt ihr jetzt einfach den TARDIS-Key in die Hand. Und schon seid ihr drin. Vorher war es so, ihr konntet reinlaufen. Das habe ich jetzt rausgenommen, weil manchmal echt genervt hat und in Konflikt mit anderen Techniken gekommen ist. Aber hier funktioniert es jetzt einwandfrei. So. Wir sind jetzt hier drin und ihr seht, man sieht eigentlich so gut wie nichts. Es ist alles dunkel. Okay, mal kurz hier vorne auf unser Informationsboard gucken. Darauf gehe ich gleich noch ein. Wir haben keine Artron-Particles mehr. Oh, was ein Zufall. Ich habe noch zwei Stück in meinem Inventar. Dann lasst uns mal runtergehen und das in die Systeme der TARDIS einspeisen. Es wird jetzt hier mit Fuel gearbeitet und dieser Fuel sind nun mal die Artron-Particles. Ich habe das jetzt nicht so gemacht, dass die jetzt verbraucht werden, je nachdem, wie viel ihr gerade macht, sondern die werden einfach jede 500 Sekunden eine abgezogen, wenn Strom an ist. Gut, legen wir jetzt Strom hier rein. Strom sage ich schon, Atompartikel hier rein. Dann hört sich die TARDIS hoch. Das alles geht an. Wir kriegen Hintergrundgeräusche. Oder auch noch nicht. Jetzt seht ihr ein Artron Particle remaining. Wir packen einfach mal noch den zweiten rein, für alle Fälle. Und ihr seht, wir haben hier ein kleines Partikelschaubild. Also ihr könnt sehen, hier auch schön Energie wird ausgestrahlt. Gut. Ja, wenn wir jetzt hier oben sind, kann ich mal kurz auf das Board eingehen. Wir haben zur Auswahl unser momentanes Exterior. Wie viele Fuel haben wir? Unser momentaner Standpunkt. Ein Pilot, also wer fliegt gerade? Die momentane Position, die updatet sich auch in Echtzeit. Und dann Status der Head. Welchen Modus gerade? Wir sind gerade gelandet. Und die Türen, die sind natürlich gerade geöffnet. Sehen wir? Ja, yep, ist offen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir erstmal die Türen. Und damit ihr das auch sehen könnt, so sieht das aus. Das sind so Schalker, die sich da vorfahren. Und dann könnt ihr hier auch nicht mehr raus. Gut. Das hat sich natürlich jetzt auch auf dem Schild geändert. Seht ihr, Doors closed. Alles gut. Ja. Womit fangen wir am besten an? Wir haben natürlich jetzt hier die Tooltips-Dings. Also wenn ihr das ausschaltet, dann seht ihr auch die ganzen Armaslets nicht mehr, beziehungsweise die ganzen Namen. Das sorgt dann einfach für ein besseres, keine Ahnung, Aufnahmeerlebnis, wenn ihr das Roleplayen wollt oder so. Genau. Was haben wir denn hier alles zur Auswahl? Zuerst natürlich wieder das Koordinatenreisen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, ihr könnt jetzt hier an dem Regler verstellen, welche Achse, wie auch im alten.
Ihr könnt hier verstellen Plus oder Minus. Und ihr könnt hier verstellen, welche Schrittanzahl. Im letzten war das ja so, da konntet ihr von 1 auf 10, auf 100, auf 1000 gehen. Das habe ich jetzt weggemacht, weil bei 1000 gab es immer Chunk-Loading-Probleme. Das heißt, ihr könnt jetzt maximal 100 Blöcke reisen. Ich werde noch einen Player-Locator einbauen. Das wird das Ding hier. Der sorgt dann dafür, dass ihr euch auch zu Spielern teleportieren könnt. Gut, mit dem Waypoint-Button könnt ihr zwischen verschiedenen eingespeicherten Waypoints hin und her fliegen. Und das funktioniert jetzt nicht so wie in der alten TARDIS, dass wenn ihr den ausgewählt habt, ihr automatisch schon dort seid, sondern ihr müsst jetzt wirklich abheben. So, ihr habt gesehen, wir waren gerade beim Village. Wir gehen jetzt einfach mal zum Ocean. Gut. Ja, jetzt können wir erstmal auslassen, das erkläre ich gleich. Und dann würde ich sagen, heben wir einfach mal ab. Ein bisschen lauter machen hier. Natürlich haben wir ja die rotierenden Dinger, wie auch in der anderen TARDIS. Bloß, dass die hier habt ihre Form beibehalten und nicht sich ändern wie, oder nicht das Farbschema ändern wie die anderen. Ja, haben wir hier einen schönen Zeitrotor. Besteht diesmal ein paar Trapdoors und Steinblöcken und alles. Und ein Eisenblock in der Mitte. Ja. Genau, die Partikel sind eigentlich gleich hier mit dem Rauch und alles. Eigentlich ganz schön. So, legen wir nochmal um, dann landen wir. Und jetzt könnt ihr auch auf dem Schild schon sehen, unser Waypoint hat sich geändert. Und Modus ist gerade im Flug und jetzt gelandet. Perfekt. Wenn wir jetzt also rausgehen, machen wir die Tür auf. Dann rechts kurz. Und ihr seht, wir sind in einem wunderbaren Ozean. Kann hier schön Sonnenuntergang genießen. Ach, ist das schön. Oh, ich merke gerade, der Shader ändert die Textur noch ein bisschen. Interessant. Deswegen laggt es wahrscheinlich auch gerade ein bisschen. Ach ja. Genau. Was könnt ihr mit dem TARDIS auch machen, wenn ihr jetzt ein bisschen weiter weg steht? Ihr müsst ihn ja wirklich direkt dastehen, um reinzukommen. Wenn ihr ihn einmal in die Offhand nehmt, dann habt ihr die Türen gelockt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier in die Hand nehmt, passiert nichts. TARDIS sagt euch sogar: TARDIS is locked. Put key in your offhand to unlock. Also pack ihn bitte in deine Offhand, um sie wieder zu öffnen. Das machen wir mal. Jetzt sagt er, du hast unlocked und sobald ich jetzt wieder zurücknehme, bin ich drin. Gut. Soweit dazu. Okay, hier wollte ich eigentlich noch nicht hin. Danke dafür. Gut, machen wir die Tür wieder zu. Und dann zeige ich euch mal kurz den Manual Flight. Der funktioniert nämlich folgendermaßen. Nicht so wie der andere. Ihr wart da ja ein Spectator. Hier seid ihr jetzt in Creative. Ihr könnt rumfliegen, wie ihr wollt und lustig seid. Und ja. Ihr könnt ja jetzt nicht mehr durch Boden fliegen und alles, das geht halt nicht. Und um zu landen, schmeißt ihr jetzt einfach hier den Barrier weg. Und schon seid ihr wieder hier drin. Und das Ding landet. Ignoriert einfach mal gerade hier die Chunk-Fehler. Das ist etwas merkwürdig, aber. Shader nun mal, ne? Aber nun gut. Ja, Vortex Cam ist sehr kaputt momentan, deswegen zeige ich euch das mal nicht. Das hier funktioniert genauso wie in der alten Welt, also brauche ich auch nicht wirklich erklären. Ja, sozusagen. Okay, Herz können wir auch anschalten, das funktioniert genauso. Das heißt, sobald in Gefahr unter der TARDIS ist, das heißt Lava verschiebt sie sich um ein paar Blöcke. Und ja, so viel hier zum Main Control Panel. Ich habe auch ein eigenes Resource Pack, Tarscraft Music. Das sorgt dafür, dass wir Schallplatten hier Doctor Who Musik haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Radio als weitermache, hört ihr Doctor Who Musik. Hey, Songs aus der Serie. Eigentlich ganz cool. Ich habe ein bisschen abgespeedet, Radio halt. Aber naja, Stop Sound, Direct Gamer. Es gibt noch keinen Ausschalter, deswegen ignorieren wir das einfach mal. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie stellen wir denn bitte das Fuel hierher? Weil das findet man doch nicht einfach so, oder? Genau, man findet es nicht. Wir haben dafür einen Artron Generator.
Und um diesen Atompartikel herzustellen, benötigt ihr einmal einen Lava-Eimer, ihr benötigt einen Glowstone Dust, ihr benötigt einen Amethyst-Shard und eine Honigwabe. Wenn ihr jetzt das alles hier da zusammen reinwerft, kriegt ihr einen Atompartikel. Hey! Genau. Wir haben natürlich auch verschiedene Exteriors. Ich habe gerade schon gesehen, das war vorher eine Statue, jetzt ist es ein Baum. Ich kann es jetzt zum Stalagmiten umändern, weil wenn ich jetzt. Passt auf, ich verwirre euch jetzt mal ganz kurz. Wir reisen dafür mal ganz kurz hierhin in die Cave. Sieht immer noch cool aus, auch wenn da mal ein paar Lücken zwischen sind. So. Ja, der Sound kommt ein bisschen verspätet, das fixe ich noch. Lasst mal kurz rausgehen, denn ihr werdet jetzt etwas feststellen. Ein bisschen Licht. Wir sind in einer sehr großen Tropfsteinhöhle, die gerade noch am Laden ist. Die ist tatsächlich ziemlich groß, wie ihr seht. Also, sehr groß. So, wo steht die TARDIS? Na? Wo ist sie? War sie das da? War sie das Ding da? Oder das? Nein, sie ist tatsächlich wirklich hier. Das ist aber auch gemein, ey. Das kennt man echt kaum. Hilfe. Gut, dann lass mal wieder reingehen. Lass mal kurz laden. Laden, laden, laden bitte. Dankeschön. Ja, genau. Es gibt auch verschiedene Korridore hier. Zum Beispiel hier Korridor 2, wo ich gerade reingegangen bin. Seht ihr so ein bisschen was von der Command-Technik. Es gibt insgesamt 4 Stück. Und jedes Mal, wenn man stirbt, also als Time Lord stirbt, ändern die sich um eine random Zahl. Sie können sich entweder um 90 Grad drehen, um 180 oder um 270 Grad. Es ist wirklich immer Zufall. Man kann es nicht voraussagen. Und das macht das Ganze auch so lustig, denn jedes Mal, wenn man dann wieder hier reinkommt, dann muss man so überlegen, wo ist jetzt bitte der neue Korridor? Und ja, genau. Hier bin ich gerade ein bisschen am Bauen und das war auch die Stelle, wo ich mir dachte, was mache ich denn hier für Räume hin? Weshalb ich auch die anderen Videos gemacht habe. Und es haben ja auch schon 2 Leute geschrieben. Und als erste Idee haben wir einfach einen großen Wohnraum. Also, wir machen. Gehen wir hier hin und machen hier erst machen wir einen Wohnraum. Und als zweite Idee waren die Backrooms. So eigene Backrooms hier. Fände ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Es passt auch so ein bisschen zu TARDIS, weil die halt wirklich mal Räume generiert. Das wäre echt schon ganz cool. Genau. Ja, die Korridore, wie gesagt, ändern sich jedes Mal, wenn man stirbt. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, wenn ich hier Scoreboard Player Set Red Gamer Regenerations to One. Ja, ich habe nämlich den Tag Time Lord. Wir haben auch schon eine Animation drin. Ja, wenn ich jetzt nämlich hier sterben sollte, dann seht ihr hier, regeneriere ich gerade. Wunderschön. Noch ohne Sounds, kommt alles noch. Wir sind gerade in der Aufbauphase noch. Und wenn ich fertig bin, dann werde ich rausgekickt. Ah. Ach, weil ich den Schlüssel in der Hand hatte. Ja, TARDIS ist das Lock. Put your key no off and to unlock. Ihr seht, die Ta Türen schließen sich auch ab, wenn ihr rausgeschmissen wurde. Das heißt, ihr müsst erst einmal hier, ja, unlocken. Und wenn ihr jetzt reinkommt, ihr wisst ja, warte mal, wo sind wir überhaupt vorhin reingelaufen? Ich glaube, ich meine, es war hinterm Schild. Wenn wir da jetzt nämlich nochmal reinlaufen, werdet ihr sehen. Es ist nicht der gleiche Korridor. Und ja, hier könnt ihr. Warum ist da Gras? Okay. Ihr könnt hier übrigens sehen, was gerade außerhalb der TARDIS ist. Ihr seht dann hier zum Beispiel so eine Miniaturversion. Wir sind jetzt gerade in der Tropfsteinhöhle. Und ja, die Korridore werden alle noch erweitert. Und. Ich denke mal, es ist Zeit, euch mal ein bisschen was von der Technik zu zeigen. Ja, stimmt. Vorab eine Sache noch, was ich euch auch noch kurz zeigen möchte. Dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz etwas höher. Dafür kann ich mal kurz hier die Koordinaten benutzen. Mein Gott, ich sneak doch gar nicht so oft. So, wir gehen mal hier auf der.
Y-Achse plus 100, weil ich jetzt nämlich hier auf Travel drücke. Macht die Tal sich auch in Bewegung. Und landet direkt wieder. Das sind ja Kurzstrecken. So, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich rausgehe, weil ich hoffe, wir sind auf der Oberfläche. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Oberfläche. So, und jetzt... Oh nein, die Talus ist da oben. Ich komme da nicht mehr hin. Schlüssel geht auch nicht. Dafür haben wir jetzt eine coole Ruffunktion eingebaut. Oder ich zumindest. wenn ihr eine blaue Kerze wegwerft. Das ist wie so eine Art... Keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Radar oder so. Wenn ihr das jetzt wegwirft, dann erscheint bei euch ein Marker. Die Talus wird verschwinden. Und dann hier landen. Eigentlich. Was sie nicht tut. Das ist nicht das, was sie tun sollte. Wupp, da ist er. So, sie wird dann einfach hier auftauchen. So funktioniert das halt. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Sehr interessant. Aber nun ja. Gut. Dann würde ich sagen, zeige ich mal ein bisschen was von der Technik. Und ich frage euch wahrscheinlich, kann man jetzt durch einen Korridor in die Technik kommen? Nein. Wir machen einen auf Among Us und stellen uns hier auf den Vent, sneaken hier ein bisschen und dann wenden wir einfach mal in die Technik der Talus. So, und das hier wurde ich die ganze Zeit immer hinteleportiert, weil ich rübergelaufen bin. Keine Ahnung, ob ich so lange gesneakt habe oder so. Wer weiß. Gut. Ja, wenn wir jetzt hier dran sind, haben wir wirklich alle möglichen Techniken. Und diesmal strukturiert. Das heißt, in der einen Tür habt ihr die Technik für die Korridore. Hinter der anderen sind so Chunkloading und hier die Materialization und alles, also zum Abheben. Und hier sind die Vents. Genau, ich kann mal ganz kurz gucken, wieso hat das, keine Ahnung, Ja, Inside, ich wollte schon sagen, okay, gut, hat doch noch funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel die Türen, dann haben wir hier noch die Koordinaten auf dem Schild. Hier die Exteriors. Genau. Zum Beispiel, wir werden ja gerade als Stalagmit angezeigt. Es funktioniert durch ein ganz simples Durchswitchen des Armors der Hands, denn ihr seht, wir haben ordentlich viel Platz. Und wir haben aber gerade erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Exterior. Das heißt, wir haben einmal hier gebaut von The Leather O an die Statue, dann von The Dogcraft den Baum, dann Stalagmiten von The Dogcraft, den Market Stall von The Dogcraft und die Public Callbox von mir. Nur mit der haben wir momentan Probleme aufgrund von den Blöcken. Und ja. Genau, hier bauen wir dann einfach die ganzen Exterior hinter. Da wissen wir auch, was ist. Gut, dann haben wir hier drüben die Waypoints. Das ist auch ein ganz simples Durchswitching-System. Das heißt, sie speichert einfach hier in den Kuma-Blocks ab, wo die hin soll. Mehr ist das gar nicht. Dann hier haben wir Heads. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Das ist einfach nur hier, ob der Daylight-Sensor an ist. Und hier haben wir die Power. Und Power ist ziemlich lustig, weil die hat ja hier diese ganze Animation zum Ausgehen und alles. Hier vorne seht ihr den Timer, der zählt hier immer hoch. Und wenn er dann ein bestimmtes Level erreicht hat, tut er halb einmal einen bestimmten Redstone-Block setzen, der dafür sorgt, dass ein Trichter einen Bucket da rauszieht. Und der wird dann einfach zerstört. Simpel und einfach gehalten. Gut, hier haben wir den Manual Flight. Das ist auch wirklich sehr simpel. Es sind nur diese paar Commands hier. Das ist einfach wirklich nur... Wenn ihr den Button presst, dann kriegt ihr einen Tag und dann kriegt ihr einen Barrier und dann die zweite Command-Block, die ich überprüft, ob den Barrier weggeworfen habt. Mehr nicht. Gut. Und hier drüben haben wir noch Eye of Harmony, das ist einfach nur zur Deko. Wenn wir hier runtergehen, haben wir einmal den Vortex, der momentan noch broke ist, also Under Construction. Tooltips, auch ganz einfach, das sind die drei Commands. Einmal gucken, ob der Comparator an ist. Dann tun wir allen Armor-Stands, die den Tag tooltet haben, einfach Custom Name an- oder ausschalten. Mehr ist das gar nicht, das ist relativ simpel. Dann die nächste Etage. Ihr seht, es geht immer weiter. Haben wir die Regeneration. Und da haben wir momentan erst noch eine Animation, deswegen habe ich es noch auf 1 gesetzt. Und dann haben wir, wenn das nämlich abgelaufen ist, hier, das ist die Technik, das ist gar nicht so viel wie die letzte. Hier, dann geht es hier rüber und dann aktiviert es einmal den hier. Und tut dann hier per Zufallsgenerator entweder um 90 Grad drehen, um 180 Grad drehen oder um 270 Grad drehen.
Nee, ist das auch schon wieder nicht. Also ihr seht, das sind alles so Räume für kleine Techniken. Hier drüben haben wir die Weeping Angels, ja, die sind auch drin, die zeige ich euch gleich. Und die Daleks, die bin ich aber noch am Bauen. Ja, Atmosphäre, das sind dann sowas wie Geräusche, Partikel und alles. Die müssen wir halt immer an- und ausschalten können per Redstone-Blöcke. Deswegen habe ich die nie auf Always Active. Und hier ist das Koordinatenreisen und das ist etwas komplizierter, seht ihr schon, weil ich hier jede Achse anpeilen muss. Das erkläre ich euch aber jetzt mal nicht. Das ist wirklich ein bisschen sehr kompliziert. Ja, mit dem Archon Producer, das ist dann hier, Amos dann checkt, ob alle Items da sind. Wenn ja, spawnt er den Bucket und delete den. Radiotechnik, das ist einfach per Scoreboard gelöst. Hier. Und hier drüben das letzte, der TARDIS Call. Und da kann ich mal kurz gucken, ob das hier funktioniert hat. Weil normalerweise funktioniert das folgendermaßen. Der erste Command ist der, ob wir nicht den Tag Inset haben, sonst können wir die TARDIS ja in die TARDIS rufen. Dann tut er bitte bei uns einen Marker spawnen. Der Marker resettet dann wieder unser Scoreboard. Und wenn der Marker existiert hier, tut er dann einfach hier eine Animation abspielen, so mit den Partikeln und alles. Deswegen, keine Ahnung, warum er die gerade nicht teleportiert hat. Das Teleportieren folgt nämlich genau da. Warte mal, fehlen da Blöcke? Nö. Merkwürdig. Aber nun gut. Das ist soweit alles jetzt zu der Technik. Okay, ja. Ja, das Ding wird halt immer noch weiter erweitert, ne? Das wird noch so groß. Oder vielleicht sogar größer als Starscraft V1. Schau, ich zeige euch mal kurz hier nochmal die Weeping Angels. Funktionieren eigentlich genau gleich. Außer, dass sie hier diesmal schneller sind. Und dass sie einen wirklich. Also, ihr werdet sehen. Wo ist er? Ah. Hört ihn ganz von fein ab. Gut, komm. Oh Gott. Ja, wo bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Ah. Interessant. Okay. Ja. Auf jeden Fall, der Engel hat die Zeit geändert und ihr seid jetzt natürlich irgendwo anders. Keine Ahnung wo. So funktioniert der Weeping Angel. Ja. Das war dann eigentlich auch schon alles. Boah. Es ist wirklich noch nicht so viel, aber es wird wieder mehr. Warum sind Emerald plötzlich so hoch? What the f. Okay. Gut. Na dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bleibt dran. Passt so. Wenn ihr außenrum Eis habt oder in der Mitte eine Grünfläche, auch gut. Freut euch auf die nächsten Folgen. Macht's gut, bis dahin und ciao. Euer Red Gamer.